Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Fallout 76. So, wir sind jetzt hier gerade nicht mehr im Häuschen, wo wir letztes Mal ausgelockt haben. Und es ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage vergangen, seit dem letzten Spielen. So, wir müssen quasi hier oben ja hoch. Deswegen sind wir ja hier in der Richtung unterwegs. Und dann gehen wir jetzt auch mal in die Richtung runter. Weil wir haben ja noch eine Quest zu absolvieren. So quasi. Hier kommt man ja gar nicht durch. Jetzt hängen mir die Kopfhörer auf 7:30, weil ich mich ein bisschen kurz schnell umgedreht hatte. So. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir nicht die Verbrannten schon von Weitem wegknallen können. Ah, läuft doch ganz gut. Oh. Na, kriegen wir sogar noch Level up? Na, ich sehe jetzt gerade keine mehr. Ah, da. Ein Schuss in Ehren kann keiner verwehren. Und wunderbar. Erreiche eine höhere Stufe. Ja, noch sehe ich jetzt aber keinen mehr. Dürfen wir jetzt unseren Loot einstreichen oder eher nicht so? Machen wir einfach mal. Ne, die laden schon wieder so ein bisschen schlecht heute. Ah, ich höre aber schon ein. Schlüssel erforderlich. Okay, den haben wir natürlich nicht. Auch hier ist Schlüssel erforderlich. Na, mal gucken, ob wir ihn hier nicht irgendwo finden können. Hat jemand von euch den Schlüssel gesehen? Er hat sogar Nein gesagt. Kein Schlüssel. Achso, ne, im Schrank war gerade was drin. Ich dachte im Werkzeugkasten. Nehmen wir doch hier alles mal mit. Schrott kann man auch immer benutzen. Ist recht die Klemmbretter. Aber kein Schlüssel, oder? Na gut. Gucken wir erstmal hier einmal rum. Ja, Hier ist sonst weiter nichts, bis auf ein Bier. Ein Schlüssel vielleicht im Postkasten? Nee. Greg's Mini Supply. Aber irgendwo da unten soll das sein. Doch wo? Oh. Ja, das nehmen wir doch gerne mal mit. Können wir uns dann demnächst gleich aktivieren. Lose Schrauben. Nett. Speiseöl. Ah, Kühlschrank wie immer leer. Eine Kochmütze. Hundefutter. Und hier nehmen wir uns jetzt auch einfach mal alles mit. Schaden tut's ja nicht. Und verkaufen müssen wir heute definitiv auch nochmal. Denn der Händler müsste eigentlich resettet sein. Ist ja jetzt schon sehr lange her. Hier geht's in den Keller. Müssen wir hierher? Hallo? Vorkriegsgeld? Hä? Okay, nehmen wir erstmal hier alles mit, was wir hier rumliegen haben. Mit einer Spitzhacke erdolcht. Das ist bestimmt kein schöner Tod gewesen. Aber gut. Was haben wir hier? Können wir wieder die Knacker-Skills nehmen.
Hört sich so an, als wenn er draußen rumeiert, oder? Aha. Habe ich doch richtig gehört. Na, Tisch, lass mich. Ich möchte doch mein Loot haben. So, dann schauen wir jetzt hier nochmal. Oh, Schrot. Schrot ist gut. Und hier sind wir jetzt in einem anderen Keller. Mit Superkleber und Schere. Na, ich mach mal Licht an hier, auch wenn das jetzt nicht viel hilft. Was habt ihr denn hier gebohrt, Mensch? Ah, können wir kurz einmal alles verwerten. Na, das möchte ich auch verwerten. So, die 10 mm. Jetzt. So, Bierflasche, Bleirohr, die Messerchen, Burgerkriegszylinder, Impro-Pistolen. Hauptsache, wir kriegen nochmal ein bisschen was dafür. Finde ich gar nicht so schlecht. Kampfmesser. Nee, die nicht. Polyestergewand. Ui, wie edel. So, Rangerhut. Ja, okay. Spitzhacke, Springmesser. Was haben wir hier noch? Jagdgewehre. Ich glaube, Jagdgewehre und Pumpgun. Da sind wir eigentlich so gut wie durch und dürften eigentlich fast jede Modifikation fertig haben. So, einmal nachladen. Hat die denn nicht mitkriegen? Na, nächstes Mal ein bisschen leiser sterben, ne? So, was haben wir hier noch? Ein Gartenzwerg auf jeden Fall. Aber ich habe schon gesehen, hier... In der Kiste sollen wir das kriegen. Ah, T-Typ-Sicherung. Sehr schön, deswegen sind wir hier. Oder in der Nähe hier. Ja, Holzkiste ist leer. Boah, nehmen wir hier auch nochmal alles mit. Schaden tut es ja nicht. Boah, Schießpulver, Impro. Gehen wir auch nochmal ein bisschen einkaufen. Ist ja alles for free heutzutage. Jetzt ist die Tür auf. Hier brauchen wir noch einen Schlüssel. Boah, nehmen wir hier auch nochmal alles mit. Schaden tut es doch nicht. So. Einmal hier querbeet drüber. Passt. Okay, hier liegt ein toter Ghoul. Erstmal alles mitnehmen. Und hier, na komm. Ah, ganz knapp. Jetzt haben wir's. Ja, nehmen wir auch alles mit. Ah, schade, die Seife kann ich nicht mitnehmen. Dann nehme ich wenigstens den Pömpel mit. Und hier haben wir auch den Schlüssel. Haha, okay. Und Terminal müssen wir sogar hacken. Dann wollen wir doch mal. Opsa. Schade. Hätte ja passen können. Was nehmen wir denn? Angels. Bei Opsa hätten wir einen Treffer. Was treffen wir? Ist die Frage. Nee, das passt alles irgendwie nicht so richtig. Hä? Bin ich jetzt gerade blind? Da passt ja nicht ein Buchstabe. Wie kann ich denn einen Treffer haben? Nee? Oder war das... Nee, das E ist... Oh,
Das wäre ein D, aber kein O. Exodus. Spears. Das, hier ist das P. Und dann ist es auch. Okay. So, was haben wir hier? Tag 45, Version 0.34. Vorheriger Test. Keine Ahnung, was mit den letzten Notizen geschehen ist. Wahrscheinlich brauche ich ein Terminal-Upgrade. Aber das muss warten. Außerdem bezweifle ich, dass meine bisherigen Fehlschläge sonderlich hilfreich wären. Versionshinweise. Habe die drehenden Spitzhacken der Vorderseite entfernt. Sobald sie das Fels trafen, gingen sie entweder kaputt oder die Maschine kam zum Stehen. Habe den Motor gegen einen aus den Laster ausgetauscht, der hinten steht. Er ist ein bisschen zu kraftvoll. Von daher arbeite ich noch an der Steuerung des Drehmoments. Laut ist er auch. Okay. Version 35. Die Bohrkrone wurde fast rausgerissen und der Schaft ist geschmolzen. Ganz zu schweigen davon, dass Haus durch das Rumpeln fast eingestürzt ist. In Windeseile hat dann die alte Miss Winters von gegenüber an meine Tür geklopft. Hab ihr gesagt, dass es ein Unfall war, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie es mir abgekauft hat. Versionshinweise. Habe den vorderen Teil gegen einen aus der industriellen Ausrüstung ausgetauscht. Habe ein altes Terminal an die Platine angeschlossen und damit Geschwindigkeit und Drehmoment zu steuern. Okay, Tag 55, Version 36. Vorherige Tests. Der Vorarbeiter des Bergwerks hat sich heute wieder nach meiner Arbeit an den versprochenen automatischen Abbaugeräten angekündigt. Ich muss ihm irgendwas erzählen, kann aber nicht sagen, ob er mir mehr glaubt als meine Nachbarin. Was soll ich tun? Ich kann ihm nicht alles über Bergbaugeräte erzählen. Von Computern habe ich aber überhaupt keine Ahnung. In einer Woche muss ich ihm was präsentieren. Versionshinweise. Habe das Terminal gegen einen alten Protektor-Platine ausgetauscht. Habe die Ketten von meinem Wachbot eingebaut, den Karl besorgt hat. Okay, Tag 63, Version XX. Vorheriger Test. Was für ein Albtraum. Die Kombination aus Protektron, Industriebohrer und Wachbot hat den Vorarbeiter fast geköpft, als ich sie vorführen wollte. Von jetzt auf gleich hat er den Vertrag aufgelöst und mir eine Zukunft genommen. Ich habe alles in diesen letzten verzweifelten Versuch gesteckt, mit meinem Geschäft voranzukommen. Wenn ich nicht bald etwas unternehme, verliere ich alles. Ich wette, dieser schrullige Miss Winters, die nur auf ihr Geld sitzt, würde das gefallen. Versionshinweise. Keiner. Okay. Und eine Safe-Steuerung. Na, aber den haben wir ja so geknackt. Deswegen passt das. Das nehmen wir uns auch mit. Ja, dann müssen wir jetzt bestimmt quasi wieder komplett runtergehen ins Labor, ne? Ja, gib die Blutproben in die Zentrifuge. Jetzt sind wir hier oben. Was haben wir hier oben? Hier hätten wir noch Event umschwärmt. Hier oben hätten wir Event geleitete Meditation. Nee, ich glaube, wir laufen hier jetzt quasi den See entlang. Hier gibt es eine schöne Straße. In Richtung... Ja. Dings runter, weil Schnellreise... Den sehen wir ja so wenig. Finde ich persönlich, weil... Ja. Ein bisschen umgucken, warum denn nicht? Wir sind zwar jetzt nicht überladen, wir könnten eigentlich noch schnell reisen, aber ich denke mal, es würde sich eher lohnen, wenn wir jetzt nachher mit richtig schön viel Stuff nach Hause kommen. Und so hart in der Gegend sind ja jetzt die Kreaturen nicht so. Nennen wir es mal so. Deswegen passt das doch eigentlich. Gehen wir jetzt hier einfach quasi wieder runter bis zum Medical und mal sehen, was sie so Schönes finden.
Ah, knister mich nicht an, Berg. Ich knistere zurück. Und mal sehen, was wir so auf dem Weg jetzt noch finden. Also wir müssten eigentlich noch durch zwei kleinere Städte durchgehen. Wenn ich das jetzt richtig auf der Karte gesehen habe. Waren wir hier eigentlich schon? Ja. Hier vorne waren wir schon mal, ne? Auf jeden Fall, das Haus kommt mir so ein bisschen bekannt vor. Oder waren wir hier drinne? Ach, ich weiß es nicht mehr. Hier schieße ich ins Bein, du. Und du auch nochmal. Ja, jetzt will ich dort doch nochmal rein. Die Muni wenigstens holen. Weil wir kriegen relativ viel Muni gerade für die 38er. Wir können jetzt hier wieder alles mitnehmen. Eieiei. Na komm, machen wir wenigstens das Haus hier nochmal. Ist ja jetzt wieder alles da. Seesack mit nichts. Hauptsache Klebeband gefunden. Passt schon. So, aber jetzt fix wieder runter. Und ab auf die Straße. Ah, daneben. Das ist doch da gerade reingerannt. Das habe ich doch gesehen. Warum hat sich denn die Tür nicht geöffnet? Hä? So. Aber billig Schrotpatronen holen. Das ist doch gut. So. Wieder raus und weiter geht's. Damit wir auch was sehen können. Niemand, keiner da. Tschüsseli. So, wir können ja noch ein bisschen sprinten. Warum schleiche ich eigentlich hier die ganze Zeit? Sonst kommen wir ja nie voran. So, und da vorne haben wir jetzt schon zwei weitere auf dem Hub zu sehen. Okay. Ich glaube, sogar in die Richtung müssen wir sogar. Machen wir erstmal hier geradezu. Mal schauen, was wir da jetzt finden. Okay, da vorne sieht es auch irgendwie ein bisschen interessanter aus. Was haben wir denn da? Irgendwas auf der anderen Seite. Ah, da gibt es eine Brücke. Okay. Wo bist du? Ah, ich glaube, ich habe die Flitzen sehen. Entkommen tust du mir nicht. Ab hier gehen wir jetzt auch mal geduckt. Ach, hinter mir. So, nehmen wir einmal das hier mit. Wo wurde? Ach, da vorne. Sag doch Bescheid. Ich hab dich nicht gesehen. Ich werde irgendwie von jeder Seite beschossen, aber auch nicht wirklich. Merkwürdig. Hä? Ach, da hinten Flitzer. Jetzt hör auf zu flitzen. Helfen tut ihr das eh nicht. So, was haben wir denn? Untersuche den Wohnwagen haben wir jetzt hier. Dann gehen wir mal Richtung Wohnwagen. Was haben wir hier? Nachricht an Jeff, die gucke ich mir gleich an. Ich will jetzt erstmal hier das Geballere unterbinden. Nicht, dass wir dann hier gleich in der Holonotiz permanent angegriffen werden. Man hört sie, aber man sieht sie nicht. Sind die da jetzt drinnen hinter der Mauer oder was?
gibt es ja auch einen Eingang. Hallo? Komme ich hier hoch? Ich habe Kronkorken gefunden. Oh, wie komme ich hier hoch? Hier gibt es eine Möglichkeit über das Gebäude, so wie es aussieht. Okay, benötigt Terminal. Ah, toll. Blöde Maulwurfsratte, du. Kannst du hier noch nicht einfach so angreifen? Benötigt Terminal? Wie soll ich denn hier reinkommen? Okay, ich glaube, das Holoband und da vorne das Terminal könnten uns vielleicht weiterhelfen. Machen wir erstmal hier so und kann ich das Ding hier wieder zumachen? Schiebetür schließen. Jeff, ich hoffe wirklich, dass du meine Nachricht erhalten hast und mein Hinweis klar genug war, um dieses Holoband zu finden. Ich verlasse die Hütte. Diese Typen von der stählernen Bruderschaft haben noch nicht herausgefunden, wo ich lebe. Aber das könnte sich ändern. Ich werde mich an dem Ort verstecken, an dem wir unser erstes Date hatten. Triff mich da, falls es dir möglich ist. Ich habe mein Umweltüberwachungsprogramm mit einem Passwort gesperrt, das ich dir geben möchte. Nach all dem, was wir für die Bruderschaft durchmachen mussten, werden sie meine Forschungsdaten auf keinen Fall bekommen. Hoffentlich findest du mich bald. Pass bis dahin auf dich auf. Ich liebe dich. Das hätte ich dir schon viel früher sagen sollen. Und zwar persönlich. Okay. Finde heraus, wo sich Amy Carey befindet. Ah, wollen wir noch mal gucken. Persönliches Tagebuch, Nachrichten, Umweltüberwachungsprogramm, Passwort erforderlich. Eintrag gesperrt, Passwort erforderlich. Ja, okay. Gucken wir erstmal in die Nachrichten. Abends ausgehen. Okay. Gute Idee, abends auszugehen. Von mir aus gerne in die Crow Sports Camry. Ich finde es perfekt, zum Einjährigen dorthin zu gehen, wo wir unsere erste Verabredung hatten. Ich sage Maria Bescheid, sobald sie wieder da ist. In der Zwischenzeit versuche ich, ein romantisches Abendessen auf die Beine zu stellen. Oh, und bring eine Waffe mit. Ich habe einen Bericht gesehen, laut dem sich dort ein paar Wilde rumtreiben sollen. Lieber kein Risiko eingehen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Jeff. Und jetzt ist, also, finde Amys Terminal-Passwort, okay. Sei vorsichtig. Die Bruderschaft hat uns heute einen Besuch abgestattet. Irgendwie haben sie wohl wieder Wind von der... Mensch. Du blödes Mistvieh. Hör auf mich zu schießen. Lass mich lesen. So, wo war ich jetzt gerade? Ich höre schon wieder den nächsten. Ah. Die Bruderschaft hat uns heute einen Besuch abgestattet. Irgendwie haben sie wohl Wind von dem ganzen Projekt und möglichen Umwelteinflüssen der Verbrannten gekriegt. Sie haben verlangt, dass wir ihnen alles übergeben, was wir zu dem Thema haben. Aber Maria ist hartnäckig geblieben. Wenn sie herausfinden, wo du lebst, klopfen sie vielleicht bald an deine Tür. Du solltest ein paar Tage untertauchen. Sag mir aber Bescheid, dann treffen wir uns. Ist zu lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Jeff. Huch. Na, lass mich erstmal hier den Respondern beitreten. Wollte mich nur dafür entschuldigen, dass wir dich so überfallen haben. Als du Jeff besucht hast, falls es so ausgesehen hat, als ob wir dich überreden wollten, uns beizutreten. Naja, ehrlich gesagt wollten wir das ja auch. Wir suchen ziemlich verzweifelt nach jemanden, der deinen Hintergrund in Umweltforschung hat. Aber ich respektiere auch, dass du gerne unabhängig bleiben möchtest. Wir würden uns allerdings sehr freuen, unsere beiderseitigen gute Zusammenarbeit zu deinem Umweltwachprojekt fortzusetzen. Ich kümmere mich darum, dass die vereinbarten Vorräte und alle hilfreichen Daten
auf die wir stoßen, an dich weitergeleitet werden, um deine Forschung zu unterstützen. Maria MC. Okay, ich vermisse dich. Wollte dir nur sagen, dass ich dich gerade schlimm vermisse. Mir ist noch nie wirklich aufgefallen, wie groß mein Bett ist, bis du nicht mehr drin liegst. Hoffe, du denkst immer noch an mich. Ich weiß, wir finden kaum noch Zeit füreinander. Ich wollte nur sicher gehen, dass du mich nicht vergisst. Puh, ich bin zu aufdringlich. Ich hoffe nicht. Jeff. Verbrannte. Wollte mich nur für die letzte Lieferung Umweltdaten bedanken. Ich habe endlich grünes Licht für das Impfprojekt erhalten, über das wir gesprochen haben. Und ich glaube, dass ich sie dafür gut gebrauchen kann. Maria meinte, du hättest unsere Einladung abgelehnt. Schade. Aber wir alle respektieren deine Entscheidung. Ich glaube, ich würde mich nicht trauen, ganz alleine an dieser Hütte zu leben. Nicht nachdem einige dieser Monster da draußen in den Wäldern gesehen habe. Viel Glück, Clary. Aktualisiertes Sensorendesign. Ich habe endlich Zeit aufgiebig, das Design deiner Sensurmodule zu überprüfen. Sieht gut aus, aber an ein paar Stellen könntest du noch Energie einsparen. Ich denke außerdem, dass du einige Redundanzen einbauen solltest. Die Dinger sollen ja ziemlich im Feld verwendet werden, wo sie den Element ausgesetzt sind. Lass uns einfach demnächst nochmal reden. Senja. Okay. Gut, Nachrichten haben wir abgearbeitet. Jetzt kommen nochmal die persönlichen. 16. Januar 2095. Ich weiß noch, was einer meiner Professoren an der VTU einmal gesagt hat. Wenn ich ein intelligentes Gespräch führen will, rede ich mit mir selbst. Ich glaube, es ist ein Zitat von irgendeinem großen Denker. Aber das hat die Welt vermutlich genauso vergessen wie so vieles andere. Naja, hier bin ich jedenfalls und rede mit mir selbst. Immerhin ist das hier ein Tagebuch. Es ist daher vollkommen akzeptabel, oder? Meine aktuelle Situation ist folgende. Ich lebe hier draußen in dieser Hütte, vollständig allein. Von den gelegentlichen Besuchen von meinem Freund Jeff einmal abgesehen. Manchmal besuche ich ihn auch in der Responder-Basis und aktuell arbeite ich mit ihm an einem Forschungsprojekt, das ich entwickelt habe, um Umweltsysteme auf Spuren und Kontamination durch die Verbrannten zu überprüfen. Ich bin meistens unterwegs und sammle Daten. Die restliche Zeit verbringe ich damit, beschädigte Umweltsensoren zu reparieren, Ersatzteile zu bauen und zu lesen. Total aufregendes Tagebuch. Amy, überhaupt keine Zeitverschwendung. 23. Januar 95. Verstehe mich nicht falsch, ich finde diese Responder schon ganz okay und arbeite gerne mit ihnen zusammen. Sie waren mir eine große Hilfe beim Programmieren der Software, die ich zur Verarbeitung meiner Sensordaten verwende. Aber können die endlich mal aufhören, mich zu nerven, dass ich ihnen beitreten soll? Wie oft muss ich ihnen noch sagen, dass ich eine Einzelgängerin bin? Ich arbeite am besten alleine, war schon immer so. Dass ich mit Jeff zusammen bin, macht es nicht einfacher. Ich wünschte, er würde das Thema nicht ständig neu aufbringen. Er will mich sicher nicht drängeln, aber ihm liegt so viel an seiner neuen Familie, wie er sie nennt. Manchmal frage ich mich, ob wir nicht ein bisschen Abstand brauchen. Aber dann fällt mir wieder ein, dass er ein netter Kerl ist, der mich offenbar wirklich gerne hat. Und naja, wie oft kommt sowas schon vor? Wie viel Zukunft werden wir noch erleben?
Ich weiß es nicht. Ich habe immer mehr für den Augenblick gelebt, glaube ich. 9. Februar 2095. Heute hätte ich mir so eine verdammte Maulwurfsratte beinahe ein Bein angenagt. Ich war gerade dabei, einen Bodensensor zu verlegen und muss wohl zu nahe an ihren Bau gekommen sein. Eines dieser kleinen Mistviecher hat mich ein paar Male gebissen, bevor ich das verdammte Ding abschütteln konnte. Vielleicht hat Jeff ja recht, vielleicht bin ich eine sture Idiotin, weil ich hier draußen ganz alleine lebe und versuche, dieses Projekt ohne fremde Hilfe durchzuziehen. Aber es gibt mein Leben wenigstens etwas Bedeutung. Klar hoffe ich, dass meine Arbeit wichtig ist und wir ein Mittel gegen diese Verbrannten finden können. Aber um ehrlich zu sein, mache ich sie aus einem anderen Grund. Ich mache sie, weil ich beim Augenblick von all dem Tod und Verfall und der Zerstörung hier draußen eine Antwort parat haben muss. Wenn sich die unausweichliche Frage aufdrängt, welchen Sinn hat es, noch weiterzumachen? 23. Februar 2095. Ich habe mir letzte Woche den Arsch aufgerissen, um diesen Datensammelvorgang so gut wie möglich zu automatisieren. Scheint mir angesichts der letzten Vorfälle keine schlechte Idee zu sein. Nach diesem Maulwurfsrattenbiss wurde ich krank, richtig krank. Ich kam nicht mehr aus dem Bett. Ich dachte schon, das war's jetzt. Jeff und war allerdings gerade auf einer Mission, um Pflanzen zu sammeln, und hat bei mir vorbeigeschaut, da er schon lange nichts mehr von mir gehört hatte. Gott sei Dank. Ich fühle mich schuldig, während ich das hier schreibe, aber ich hatte immer das Gefühl, dass Jeff mehr an mir interessiert ist, als ich an ihm. Das hat Jeff sich an diesem Tag geändert. Ich glaube, mir ist da zum ersten Mal aufgefallen, wie mitfühlend er wirklich ist. Als Quartiermeister der Responder sorgt er Tag und Nacht dafür, dass alle haben, was sie brauchen. Er kümmert sich um sie. Das ist Novel. 4. März 2095. Es macht mich so wütend, dass die Bruderschaft ständig aufkreuzt, um neue Vorräte zu verlangen. Sie haben keine Ahnung, wie viel Jeff und die anderen opfern müssen, um ein Nötiges aufzutreiben. Bei der Mission sterben regelmäßig Leute. Jeff hat mir erzählt, dass sich jemand im Responder-Hauptquartier verplappert und bei einer der letzten Bruderschaftsbesuche mein Umweltüberwachungsprogramm erwähnt hat. Maria merkte es gleich und versuchte die Sache herunterzuspielen, aber Jeff meint, der Kerl sei ernsthaft interessiert gewesen. Vorerst zwar nichts passiert, aber der Typ meinte wohl, sie würden beim nächsten Mal alles darüber erfahren wollen. Es müsste ja früher oder später so kommen. 12. März 2095. Ich habe gerade erfahren, dass die Bruderschaft den Responder-Hauptquartier schon wieder einen Besuch abgestattet hat. Nur, dass sie dieses Mal keine Vorräte und Munition wollten, sondern Einzelheiten über mein Projekt. Genau genommen haben sie verlangt mir vorgehaltener Waffe. Laut Jeff gab Maria ihnen, was sie ohnehin schon von mir hatten. Aber als sie wissen wollten, wo ich lebe, hat sie sich dumm gestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass sie gar nicht so sehr an den Daten interessiert sind, sondern an der Technologie dahinter. Vielleicht glauben sie, dass sie mein Sensorendesign in eine Art Warnungssystem oder Waffen umbauen können. Keine Chance, dass ich ihnen auch nur irgendwas gebe. So wie ich sie mit Jeff und den anderen bisher umgesprungen sind. Hoffentlich sind sie zu beschäftigt mit ihrem Krieg gegen die Brandbestien, um nach mir zu suchen. Jeff wirkt allerdings sehr besorgt. Ich glaube, die Soldaten der Bruderschaft würden alles tun, um ihren Kampf zu gewinnen. Vielleicht sollte ich mir langsam einen Notfallplan zurechtlegen.
Okay, und 16. April 2095. Heute Morgen habe ich wieder diese Powerrüstung durch die Gegend stapfen gehört. Dieses Mal waren sie nicht mehr weit, vielleicht noch einen Kilometer entfernt. Ich kann nicht hier bleiben. Diese Spielzeugsoldaten werden meine Wohnungwagen über kurz oder lang finden. Es wird Zeit, dass ich Jeffs Rat beherzige und hier verschwinde. Ich kann mein Terminal schlecht durch den Wald schleifen. Daher werde ich mein Überwachungsprogramm sperren. Ich habe Jeff eine Holoband-Nachricht aufgenommen, dass er weiß, wo er mich finden kann. Und sie so versteckt, dass diese riesigen Powerrüstungen, Jungs, sie nicht bemerken, hoffe ich. Außerdem habe ich Sender aufgestellt, damit tragbare Geräte mit meinem Terminal kommunizieren können. Die sollten es mir erlauben, meine Arbeit aus der Ferne fortzusetzen. Ich werde diesen Ort vermissen. Er ist nicht viel, aber er ist mein Zuhause. Okay. So, dann wollen wir mal kurz noch gucken. Na, da haben wir jetzt ein bisschen Überlänge. Wo sie sich jetzt aufhalten könnte. Ah, okay. Gut. An der Bridge. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal den Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.